Herzlich willkommen von meiner Seite aus zum Webinar DocuWare in Dativ integrieren. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich gestehen, ich bin heute ein bisschen aufgeregt. Aufgeregt deswegen, weil wir haben das Webinar jetzt Ende Dezember angesetzt und ich habe persönlich gedacht, naja, so viele werden sich gar nicht anmelden. Als mich gestern Abend das Marketing angerufen hat und meinte, du Oliver, wir haben jetzt mit der Teilnahme sämtliche Rekorde geschlagen. Mein Chef mich heute Morgen angerufen hat und meinte, du Oliver, meine Frau am Frühstückstisch meinte, ich wäre aufgeregt an deiner Stelle, ruf ihn doch mal an. Spätestens ab dem Zeitpunkt wusste ich, okay, das wird heute ein spannendes Webinar werden. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt die Zeit gemeinsam verbringen werden und in den nächsten 45 bis 60 Minuten in das Thema DocuWare Dativ gemeinsam eintauchen werden. Ich möchte beginnen mit einem Zitat, und zwar: Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und trotzdem zu hoffen, dass sich etwas ändert. Meine Damen und Herren, umso mehr freue ich mich, dass wir heute gemeinsam in dem Webinar uns was Neues anschauen werden, und zwar, welche Möglichkeiten werden wir haben zukünftig, um mit dem ganzen Thema DocuWare Dativ neue Wege zu gehen und auch hier einfach neue Möglichkeiten am Schopfe zu packen. Bevor wir beginnen, vielleicht noch ganz kurz ein, zwei Worte zu meiner Person. Mein Name ist Oliver Jakobait. Ich bin seit gut 16 Jahren in der DMS-Branche tätig, seit über 10 Jahren im Hause DocuWare und klassisch Beratung-Vertrieb, also sprich gucken, wo stehen Sie heute, wo möchten Sie sich hin entwickeln, um dann gemeinsam mit den Partnern den besten Lösungsweg zu finden. Vielleicht ganz kurz organisatorisch noch einmal, bevor wir jetzt weitermachen. Wir sind sehr, sehr viele Teilnehmer heute. Würden wir in einem Raum sein, wäre es ein sehr, sehr großer Raum. Das bedeutet, wir sind als Teilnehmer alle stummgeschalten. Nichtsdestotrotz möchte ich und möchte mein Kollege, der im Hintergrund den Chat überwacht, auf Ihre Fragen, auf Ihre Punkte nochmal eingehen. Das heißt, wenn im Verlauf irgendwelche Fragen offen sind, irgendwelche Themen spannend sind, bitte schreiben Sie es in den Chat rein. Mein Kollege hat ein waches Auge drauf und wir werden am Ende alle Fragen nochmal gemeinsam durchgehen, sodass auch jeder alle Punkte beantwortet bekommt. Okay? Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ich habe es ja schon gesagt, wir sind heute eine sehr, sehr große Gruppe, die sich das ganze Thema angucken. Und wir sind eine sehr gemischte Gruppe. Das heißt, für wen ist das Webinar heute interessant? Wir haben zum einen natürlich Kunden, die sagen, du, Jakobait, wir haben DocuWare schon seit vielen Jahren im Einsatz, sind auch total zufrieden, nutzen aber auch Dativ und wollen mal gucken, was kann die Schnittstelle. Wir haben aber auch Dativ-Kunden, die sagen, du, Jakobait, wir haben zwar Dativ im Einsatz, würden aber gerne das ganze Thema elektronische Dokumentenverwaltung nutzen, haben aber noch kein DMS im Einsatz. Und wir haben auch schon Dativ-Kunden, die in der Vergangenheit das Dativ DMS Classic eingesetzt haben, also sprich Saperion-Systeme im Einsatz haben und wechseln möchten. Und wir haben auch Partner, Kollegen, die sich das angucken, um einfach mal zu schauen, was es Neues gibt. Das heißt, wir haben heute viele Personen in dieser Veranstaltung mit bei, mit einem völlig unterschiedlichen Kenntnisstand. Von daher haben wir die Agenda auch so aufgebaut, dass wir letztendlich alle Personen abholen werden. Das bedeutet, wir haben es heute mal in drei Blöcke aufgeteilt. Zum einen einen ganz kurzen theoretischen Teil, weil so ein DMS-System hält in aller Regel länger als jede gute deutsche Ehe. Und da macht es dann auch schon mal Sinn zu gucken, wie möchte man die nächsten 10, 15 Jahre zusammenarbeiten. Dann wollen wir auf das Thema eingehen, was ist überhaupt elektronische Dokumentenverwaltung? Meine persönliche These ist, für viele ist das Thema Digitalisierung heute wahnsinnig interessant, aber jeder hat ein anderes Bild davon, jeder hat ein anderes Verständnis davon. Und von daher möchten wir da mal alle gemeinsam auf den Stand bringen, um uns dann nochmal anzugucken, den Kern der heutigen Veranstaltung, Leistungsumfang, Dativ-Anbindung, was können wir eigentlich tun? Wie sieht es live aus? Und im dritten Teil, warum sind meine Kollegen, warum bin ich fest davon überzeugt, dass DocuWare die perfekte Anwendung für Sie ist, wenn es darum geht, Arbeitsprozesse, Archivierung, diese Themen anzugehen und gemeinsam umzusetzen. Okay? Wie gesagt, wenn Fragen sind, nutzen Sie den Chat. Mein Kollege überwacht diesen und am Ende der Veranstaltung werden wir alle Fragen gemeinsam beantworten. Okay, dann beginne ich jetzt einfach mal mit der Vorstellung von der Firma DocuWare. Und selbst gibt es seit über 30 Jahren. Wir sind rein Softwarehersteller, das heißt, wir haben über 400 Mitarbeiter. Wir haben ein Projektvolumen von 150 Millionen Euro, was wir pro Jahr bewegen. Wir sind eine bayerische Firma, deswegen können wir zwei Dinge nicht so gut. Das ist Hochdeutsch reden und viel durch die Weltgeschichte fahren. Das ist der Grund, warum wir schwerpunktmäßig mit Partnern zusammenarbeiten, welche letztendlich vor Ort sind. Ich sage mal wortwörtlich gesehen, ihre Sprache sprechen, kurze Dienstwege ermöglichen und letztendlich die Projekte gemeinsam mit ihnen umsetzen. Ansonsten von den Eckzahlen her haben wir über 14.000 Kunden, sind weltweit vertreten und haben über 600.000 ausschließlich zufriedene Endanwender.
die mit dem System tagtäglich arbeiten. Einen Auszug der Endanwender sehen Sie hier. Das ist, sage ich mal, unsere Angeberfolie, wo man über die besten, schönsten, größten Kunden redet. Das Wichtige ist, wenn wir uns das einfach mal angucken, wir machen pro Jahr rund 1800 Projekte. Das ist eine ziemliche Messlatte. Das heißt, was die reine Taktrate angeht und was das reine Wachstum angeht, sind wir der mit Abstand größte Anbieter im Markt. Wichtig ist hierbei, in 3 von 4 Projekten haben wir den Themenschwerpunkt Rechnungsverarbeitung, Lieferscheine, Verträge, also sprich kurzum den kaufmännischen Blick auf Ihre Organisation. Das bedeutet, wenn Sie perspektivisch sagen, du Jakobert, das Thema Rechnungsverarbeitung ist total spannend für uns, das haben wir super umgesetzt, aber das ganze Thema der digitalen Personalakte ist uns wichtig. Oder das Thema der Vertragsverwaltung oder das Thema Anlagenverwaltung ist interessant, dann sind das auch alles Themen, die können wir gemeinsam umsetzen. Das heißt, im heutigen Seminar werden wir uns schwerpunktmäßig um das Thema DocuWare und Dativ konzentrieren und kümmern. Wenn Sie perspektivisch aber auch andere Themen auf der Agenda haben, kein Problem, die können wir genauso gut umsetzen. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wenn wir darüber sprechen, können wir gemeinsam umsetzen, was können wir eigentlich gemeinsam tun? Also sprich, was ist unser Verständnis von dem Thema der elektronischen Dokumentenverwaltung? Und ich sage mal, wir aus der IT, wir haben es ja verstanden, Dinge so kompliziert zu erklären, dass eigentlich keiner mehr so richtig versteht, was meinen wir eigentlich. Deswegen ganz einfach gesagt, uns geht es im Großen und Ganzen darum, dass wir Ihre Dokumente, Ihre Informationen sicher verwalten und ablegen wollen, sodass alle Mitarbeiter abteilungsübergreifend, standortübergreifend und halt auch beispielsweise Homeoffice-mäßig schnell und einfach auf die Informationen und auf die Dokumente zugreifen können. Und bei dem Ganzen haben wir letztlich 3 Themenschwerpunkte. Der eine Themenschwerpunkt, den wir haben, ist das ganze Thema der Archivierung. Das heißt, wenn wir über Archivierung reden, haben wir heute auch schon verschiedene Anforderungen. Jemand aus dem Bereich der Buchhaltung würde sagen, du, wir haben viel Papier, wir möchten das Papier loswerden. Also sprich, ersetzen ein Scan. Die Unterlagen sollen eingescannt werden und das elektronische Dokument soll der Rechtsnachfolger sein, sodass das Papier loswerden können. Für alle diejenigen unter Ihnen, die sagen, ja, wir haben auch viel Papier, machen Sie gedanklich einen Haken hinter. Das Ganze können wir entsprechend aufbauen, dass Sie Papier loswerden können. Für diejenigen, die sagen, du, Papier loswerden ist super, aber wir kriegen schon viele Dokumente elektronisch. Wir kriegen Rechnungen zum Beispiel per E-Mail, die drucken wir heute aus. Wir wollen die aber eigentlich elektronisch weiter bearbeiten. Da können Sie gedanklich auch einen Haken hintersetzen. Das können wir umsetzen. Bedeutet, wir können aus der kaufmännischen Perspektive die Anforderungen abbilden. Wir können aber auch genauso das Thema DSGVO oder andere Sachen nachher machen. Das bedeutet, wir können auf Abteilungsebene und letztlich unternehmensweit Sie auf ein Level heben, dass Sie letztendlich allen rechtlichen Anforderungen entsprechen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wenn wir die Sachen natürlich alle sauber ablegen, möchten wir das eventuell auch mit anderen Informationen verknüpfen. Und vielleicht kennen Sie ja auch das Sprichwort, alle Wege führen nach Rom oder halt auch anders ausgedrückt, warum finde ich eigentlich nie die Dokumente, die mein Kollege abgelegt hat? Und wenn ich jetzt mal gedanklich so ein Dokument auf den Tisch lege, nehmen wir mal aufgrund des heutigen Kontextes einfach mal eine Rechnung. Werden wir uns wahrscheinlich in der Runde, wo wir heute zusammensitzen, extrem schnell einig werden, was sind denn eigentlich die Kriterien, die so eine Rechnung ausmachen? Also sprich, wonach möchte ich ein Dokument ablegen, um es später zu suchen, um es mal einfach auszudrücken? Und haben wir zum Beispiel den Firmennamen. Wir haben eine Rechnungsnummer, wir haben eine Bestellnummer, wir haben ein Datum, wir haben einen Dokumenttyp. In der letzten Woche hat mich ein Kunde angesprochen und meinte, Jakobait, wir legen das nach Betrag ab. Wo ich meinte, okay, Betrag ist eine ganz interessante Geschichte. Und Sie merken schon hier, wir werden sehr schnell handelseinig werden. Was sind denn die Kriterien für eine Rechnung? Wo die Meinung sich in aller Regel aber unterscheiden ist, nach welchen Kriterien sortiere ich mich? Das heißt, diejenigen unter Ihnen, die heute aus der Buchhaltung kommen, werden wahrscheinlich sagen, du, für mich ist die Periode, also sprich der Monat, wann die Rechnung eingegangen ist und wann sie gebucht wurde, nachher entscheidend. Andere sagen, du, ich bin aus dem Vertrieb, ich bin aus dem Consulting, aus der Projektumsetzung. Für mich ist der Buchungszeitraum gar nicht so wichtig. Für mich ist der Kundenname oder die Projektnummer relevant. Und schwuppdiwupp habe ich ein Dokument 2, 3 Mal im Unternehmen, weil es jede Abteilung aus seiner Sicht auf den Kontext, auf das Projekt, auf den Kunden einfach anders ablegt. Die Grundidee ist bei uns, ab dem Punkt, wo ein Dokument von Ihnen abgelegt wird, sortiert es sich automatisch in verschiedene Sichten ein, sodass jedes Dokument nur ein einziges Mal da ist, getreu dem Motto, alle Wege führen nach Rom, also mit DocuWare, aber wir verschiedene Sichten anbieten. Das heißt, diejenigen unter Ihnen, die heute sagen, du, ich habe ein Dativ vom Einsatz, die brauchen sich gar nicht umgewöhnen. Die können im Dativ auf den Knopf drücken und können auf das Dokument zugreifen.
Die, die sagen, du, Datev ist super, wir haben bei uns aber, wir sind ein Bauunternehmen oder wir sind in der Personalabteilung, wir haben so eine windschnittige Ordnerstruktur, mit der wir arbeiten, die können ganz entspannt über so eine Ordnerstruktur darauf zugreifen, sind im DocuWare, merken es aber gar nicht. Alle anderen, die sagen, du, ich bin im Outlook oder ich bin viel unterwegs, die können darüber auf DocuWare zugreifen. Das heißt, wir können letztlich verschiedene Möglichkeiten anbieten, sodass die Kollegen und ihre Mitarbeiter in ihrem Unternehmen schnell und einfach auf die Belege zugreifen können, um Zeit einzusparen, damit sie sich um die wichtigen Dinge des Lebens, ihrer täglichen Arbeit nachher kümmern können. Wenn wir jetzt sagen, dass wir die Dokumente sauber archiviert haben, wenn wir sagen, dass wir die Dokumente zusammengeführt haben mit E-Mails, Schriftverkehr und anderen Dingen, und jeder darauf zugreifen kann, ist der dritte Themenschwerpunkt, dass wir sagen, okay, wir wollen natürlich auch Prozesse abbilden. Das bedeutet, dass Dokumente, dass Informationen strukturiert durchs Unternehmen gehen, sodass jeder entsprechend gewisser Fristen, entsprechend gewisser Zeiten einfach darauf zugreifen kann, sodass eine Rechnung oder eine Mängelanzeige entsprechend der gewünschten Zeit des Unternehmens geht. Und das zusammen ist unser Verständnis von dem Thema der Dokumentenverwaltung. Das heißt, wir möchten die Dokumente sauber archivieren. Wir möchten diese Dokumente zusammen in dem Vorgang ablegen und sie allen Kollegen zur Verfügung stellen. Wir möchten die Prozesse damit nachher machen. Das ist das, was wir darunter meinen. Und das Ganze können wir, wie eben auch schon angesprochen, für verschiedene Abteilungen, Unternehmen durchführen. Heute haben wir den Fokus auf dem Thema Rechnungsverarbeitung. Wir können aber genauso Controlling, Recht, Personal oder andere Themen damit abbilden. Wenn Sie jetzt sagen, einige Themen davon sind spannend, schreiben Sie sich die kurz auf, dann können wir gerne im Nachgang nochmal Kontakt miteinander aufnehmen und können über die Themen nochmal sprechen. Genau, aber ich würde sagen, wenn wir schon beim Thema sprechen sind, lassen Sie uns doch einfach zum Thema Datev kommen, weswegen wir auch heute zusammenkommen. Und ich möchte mal ganz kurz mit den Überschriften beginnen. Was wollen wir mit der Datev-Schnittstelle eigentlich umsetzen? Wir möchten zum einen eine einfache Integration haben, also dass ich schnell und einfach die Kombination DocuWare und Datev nachher umsetzen. Wir möchten zum anderen, dass wir natürlich auch hier das ganze Thema GOBD-konform gestalten, also sprich, dass die Dokumente langzeitarchiviert im DocuWare drin sind. Wenn wir die Dokumente im DocuWare ablegen, möchten wir natürlich auch die Buchungsdaten nutzen. Also wir wollen ja nicht, dass die Sachen doppelt und dreifach abtippen, sondern dass sie letztlich diese Informationen ans Datev übergeben können. Und wenn wir jetzt schon im Datev drin sind, wollen wir ja nicht, dass sie noch irgendwie lange danach suchen müssen, sondern dass sie per Knopfdruck auf das Dokument aus dem Datev nachher zugreifen können. Jetzt wird sicherlich der eine oder andere Datev-Kunde von Ihnen fragen, welches Datev meint ihr denn eigentlich? Wir haben noch zwei Varianten im Einsatz. Und von daher lassen Sie uns mal ganz kurz gucken, was ich jetzt damit meine. Und wir haben jetzt zum einen das Datev-Rechnungswesen. Für alle diejenigen unter Ihnen, die ein Datev-Rechnungswesen im Einsatz haben, kein Problem. Wir können letztlich die Informationen, welche wir aus dem Rechnungsprozess gewonnen haben, die Informationen, welche wir aus der Rechnung automatisch ausgelesen haben, als Buchungsstapel übergeben. Alle, die technisch von Ihnen angehaucht sind, um die Frage gleich zu beantworten, wir können das via Datev Connect oder im EXTF-Format ans Datev-Rechnungswesen übergeben. Also beides gleichermaßen möglich. Wenn wir das übergeben, können wir letztlich auch den Link auf das Dokument übergeben, sodass Sie in der Lage sind, aus dem Datev heraus über den Fremdkonnektor das Dokument zur Anzeige zu bringen. Das ist das, was wir nachher im Datev-Rechnungswesen machen. Jetzt werden die einigen von Ihnen sagen, du, total super mit Datev-Rechnungswesen, aber wir haben noch das Unternehmen online im Einsatz. Und noch hier ist es so, dass wir beim Unternehmen online letztlich die gescannten Unterlagen, die Rechnung, die Buchungsdaten inklusive Kostenstellen, Zahlungsbedingungen, Bankdaten und so weiter und so fort im Duo-Webportal hochladen können. Und Ihr Steuerberater erhält dort letztendlich den Zugriff auf die Dokumente und kann es dort seinerseits ins Datev-Rechnungswesen überladen. Egal, welchen Weg Sie nutzen, ob Sie sagen, wir haben das Rechnungswesen oder das Unternehmen online im Einsatz, die Vorteile, die Sie über beide Wege haben, sind identisch. Das bedeutet, egal welche Lösung Sie verwenden, Sie können halt schnell und einfach die Dokumente übergeben. Sie können auch im DocuWare auf die Dokumente schnell und einfach nachher darauf zugreifen und Sie haben die Langzeitarchivierung im Einsatz. Okay? Die Frage, die es häufig kommt, ist total super, dass ihr so viele Möglichkeiten habt, aber wie funktioniert das Ganze? Und der klassische Weg ist, klassisch bedeutet in diesem Kontext, wie die meisten Projekte ablaufen. Ausnahmen gibt es natürlich immer, da müssen wir bei Ihnen gucken, welche Anforderungen Sie haben. Aber der gängige Weg ist, dass wir sagen, die Dokumente, also sprich die Eingangsrechnung ganz gleich, ob postalisch oder per E-Mail, kommen ins Unternehmen rein, gehen dann ins DocuWare, werden dort entsprechend verarbeitet, sie werden sauber abgelegt, wir haben einen Prozess hinter und werden letztendlich entweder über EXTF oder über das Datev Connect
an DATEV exportiert. DATEV importiert das Ganze nachher als Buchungsstapel. Und ganz zum Schluss, wenn wir nachher da drin sind im DATEV und die ganzen Daten kommen nachher rein, können wir über diesen Beleglink, den wir mitgeben und den DATEV-Fremdkonnektor auf das Dokument letztendlich im DocuWeb zugreifen. Also das heißt, wir haben wirklich einmal 360 Grad die ganze Integration drin. Das bedeutet, dass wir letztendlich die Daten importieren können, dass wir die Information als DATEV übergeben und aus dem DATEV darauf zugreifen können. Wichtig an der Stelle für diejenigen unter Ihnen, die sagen, du, wir haben doch aber schon seit vielen Jahren einen DATEV im Einsatz. Das wurde aber abgekündigt, es wurde gar nicht weiterentwickelt. Sprechen Sie uns zum Nachgang an. Ich will es an der Stelle ganz kurz machen. Wir haben hier natürlich auch die Möglichkeit, dass Sie aktuell aus dem DATEV DMS Classic die Dokumente exportieren können, um diese auch als DocuWeb zu übergeben. Okay? Ich würde sagen, aber genug der Theorie, gehen wir in die Praxis rein. Bevor wir damit starten, mit der Praxis vielleicht noch ganz kurz, das gucken wir uns gleich an. Und wir sehen gleich, wie wir letztendlich die Rechnung erfassen können. Das heißt, wie kann ich ein Dokument einscannen, wie können Dokumente reinkommen. Danach wechseln wir ins DocuWeb rein und gucken uns einfach mal an, wie kann so ein Prozess aussehen. Das bedeutet, wie kann jemand aus der Buchhaltung das Dokument sich anzeigen lassen, wie kann er es weitergeben und ganz wichtig, wie können die Kollegen, die später auch die Rechnung freigeben sollen, sich ganz, ganz einfach darüber informieren lassen, dass sie eine Rechnung haben, um diese entsprechend freizugeben. Wenn wir mit dem Ablegen, Weitergeben, Freigeben fertig sind, gucken wir uns auch das Herzstück der heutigen Präsentation an. Das bedeutet, wie können wir die Information, welche wir mitgeben, in Richtung DATEV übergeben und wie sieht es dort mit dem Einbuchen der ganzen Information aus? Zwei Dinge, die mir noch wichtig sind an der Stelle. Sache Nummer eins ist, ich habe eingangs gesagt, wir haben rund 1800 Projekte im Jahr und dass wir damit, was die Taktrate angeht und was das Wachstum angeht, damit größte Anbieter sind. Eine Frage, die immer wieder aufkommt in dem Zusammenhang ist, wie machen es denn andere? Müssen wir das Rad denn neu erfinden? Gibt es nicht Lösungen, auf die man aufsetzen kann? Das, was wir uns heute angucken, ist eine umfassende Best-Practice-Lösung. Das bedeutet, wir haben einfach geschaut, wie arbeiten andere Kunden? Gibt es einen gemeinsamen Nenner? Und wenn ja, kann man den übertragen. Und es ist uns im Rechnungswesen gelungen, eine aus meiner Sicht wirklich ganz, ganz tolle Lösung zu schaffen, die auch in 8 von 10 Kunden wirklich genauso eingesetzt wird mittlerweile. Das bedeutet, wenn Sie heute sagen, Mensch, der Prozess, Oliver, den du gezeigt hast, der ist total super und passt, dann bitte ganz kurz aufschreiben oder kurz im Chat reinschreiben, dass wir das wissen, dann ist es ein Prozess, den können wir so innerhalb weniger Tage bei Ihnen einführen. Wenn Sie jetzt sagen, du, Jakob, der Prozess ist schon super, die Möglichkeiten sind super, aber wir arbeiten ein bisschen anders, dann ist es auch kein Problem, dann können wir auch wirklich von vorne an im Prozess direkt so aufbauen, wie Sie zukünftig arbeiten möchten. Also beide Möglichkeiten sind da offen. Okay? So, ich würde sagen, jetzt gehen wir mal in die Praxis rein und schauen uns einfach mal an, wie können Rechnungen reinkommen. Und wir haben in der Rechnung, in der Praxis hat 2 Möglichkeiten. Wir haben zum einen Rechnung per E-Mail. Im Idealfall haben Sie eine zentrale Rechnungsadresse, wie Eingangsrechnung DocuWeb zum Beispiel. Diese wird von uns überwacht. Wir nehmen die Rechnung raus und packen die automatisch in den Prozess rein, wo die Rechnung nachher durchgeht. Das ist Variante 1. Variante 2 ist, dass Sie sagen, du, wir kriegen aber wahnsinnig viel per Post zugeschickt. Und da haben wir ein ganz tolles Video gedreht, was wir eigentlich so mit Postrechnung machen. Sie sehen, wir haben da keine Kosten und Mühen gescheut. Wenn Sie sagen, du, wir haben auch so ein prähistorisches Gerät, sprechen Sie einen Paten an, da hat sich in den letzten 20 Jahren einiges getan. Grundsätzlich ist die Idee, dass wir aber schon am Gerät den Prozess starten können. Das heißt ganz gleich, ob jemand im Homeoffice sitzt, ob jemand an einem Außenstandort sitzt oder ob jemand in einer anderen Abteilung sitzt, kein Problem. Die machen Sie es heute wahrscheinlich auch so, dass die Post geöffnet wird, dass die Rechnungen geöffnet werden und werden so ein Postkörbchen für Müller, Meier, Schulz oder für die Buchhaltung reingemacht und die Kollegen holen sich die Dokumente im Tagesverlauf ab. Genau das Prinzip haben wir hier auch. Das heißt, derjenige, der die Post schon heute öffnet, kann das Ganze auf den Scanner legen und kann jetzt sagen, an welchen Kollegen möchte er das verteilen. Und dann stellen wir das elektronisch im DocuWeb zur Verfügung. Und ich würde sagen, das ist eine gute Überleitung. Lassen Sie uns doch jetzt einfach mal ins DocuWeb reingehen. Und was wir jetzt hier sehen, ist DocuWeb. Und hier sind mir persönlich 2 Dinge wichtig. Sache 1 ist, wir sind rein browserbasierend. Das bedeutet, die Lösung können Sie in der Cloud nutzen. Das bedeutet, wenn Sie sagen, du, wir haben keine richtige Hardware mehr oder die ist alt, kein Problem, nutzen Sie es in der Cloud, dann haben Sie dieses Thema nicht mehr auf der Agenda. Wenn Sie jetzt aber sagen, du, Jakobait, wir haben aber tolle Infrastruktur gerade angeschafft oder wir sitzen irgendwo im tiefsten Brandenburg und haben kein Internet so richtig, auch kein Problem, können Sie es auch lokal installieren.
Die Komfortmerkmale sind identisch. Ich brauche auf den einzelnen Arbeitsplatzrechner nichts installieren. Leute aus dem Homeoffice oder aus anderen Standorten oder von unterwegs können ganz problemlos darauf zugreifen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, dass wir gesagt haben, wir wollen das ganze Thema so gestalten, sodass Sie idealerweise früh am Morgen aufstehen und sagen, du Schatz, endlich wieder auf Arbeit. Ich will mit DocuWare weiterarbeiten. Und damit dem so ist, haben wir uns an dem orientiert, was die meisten kennen, und zwar an einem Schreibtisch. Das bedeutet, wir haben jetzt hier oben beispielsweise unsere Briefkörbe. Briefkörbe müssen sich vorstellen, das ist ja wie so eine Zwischenablage, wo ich Dokumente mal ablegen kann. Man kann die elektronisch tackern, elektronisch entheftern und kann erstmal quasi dort mit der Zwischenablage nachher arbeiten. Was wir daneben haben mit dem Lupensymbol, das ist quasi unsere Suche. Und vielleicht erinnern Sie sich ja ganz kurz an die eine Folie, die wir gerade eben gehabt haben, wo ich gesagt habe, guckt mal hier, da habt ihr die Rechnung mit dem Firmennamen, mit der Rechnungsnummer und sowas alles. Und das sind die Kriterien, die wir der Rechnung mitgeben wollen. Und wenn ich auf Suchen klicke, kann ich genau darauf zugreifen. Das heißt, ich kann jetzt hier über die Berechtigung steuern, wer hat welche Begriffe. Und wenn Sie jetzt hier sehen, haben wir bei der Suche so kaufmännische Begriffe, Belegart, Kreditorenkonto, Rechnungsnummer, Datum, Fälligkeitsdatum. Eine Buchhalter von Ihnen werden sagen, super, genau das will ich haben. Alle Vertriebsmitarbeiter oder alle normalen Sachverwaltungskräfte werden sagen, das ist vielleicht ein bisschen viel des Guten. Das heißt, Sie können beispielsweise jetzt hier über eine ganz andere Suche rangehen, wo Sie sagen, da steht auf einmal Firmenname, da steht auf einmal Kundennummer, da steht auf einmal Projektnummer, also wieder andere Begriffe. Das heißt, ein Dokument, verschiedene Sichten, die wir darauf anbieten. Wenn Sie jetzt sagen, du Jakob, so die Suche ist total super, aber so Ordnerstrukturen geben mir so ein flauschiges Gefühl der Geborgenheit, dann können Sie letztendlich auch über so eine Ordnerstruktur darauf zugreifen. Das heißt, ob Sie über die Stichwortsuche gehen, ob Sie über die Ordnersuche gehen, das ist Ihnen überlassen, viele Wege führen nach Rom, ein Dokument, verschiedene Sichten drauf. In der Runde, wo wir heute zusammensitzen, haben wir ja viele Personen. Wir haben welche aus der Geschäftsführung, aus dem Controlling, aus der Buchhaltung und. Und jeder von uns braucht ja am Ende des Tages verschiedene Dokumente, verschiedene Informationen, um einen guten Job zu machen. Und was wir jetzt hier haben, sind unsere persönlichen Favoriten aus Sicht der Buchhaltung. Das bedeutet, ich sehe zum Beispiel hier meine persönlichen Favoriten, Prüfung durch Besteller, Rechnung im Umlauf, Rechnung, welche länger als 5 oder weniger als 5 Tage unterwegs sind, Verträge, welche innerhalb der nächsten 10 Tage fällig werden. Das heißt, ich habe hier persönliche Favoriten, wo mich DocuWare informiert, wenn sich ein Status ändert oder wenn ein Zeitfenster überschritten wurde oder wenn ein Kollege was neu abgelegt hat. Das können wir natürlich anpassen. Das heißt, wenn Sie jetzt gedanklich im Hinterkopf haben, Mensch, bei manchen Sachen suche ich aber öfter oder muss gelegentlich nachfragen, das sind die Punkte, wo Ihnen DocuWare unter die Arme greift und Ihnen die Sachen automatisch zur Verfügung stellt. Das sind zukünftig Ihre persönlichen Favoriten. Okay? Das einmal ganz kurz zur Oberfläche. So, was haben wir getan? Wir haben die Rechnung eingescannt. Wir haben uns kurz die Oberfläche angeguckt, damit auch diejenigen unter Ihnen, die noch nicht mit dem System gearbeitet haben, Verständnis haben, wie es aussieht. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal in das Thema der Ablage rein. Und von daher gehe ich mal ganz unerschrocken in den Briefkorb Eingangsrechnung. Und was wir jetzt hier sehen, sind die beiden Rechnungen, welche ich gerade eben gescannt habe. Die Grundidee ist, dass wenn wir Rechnung scannen, können wir das ganze Thema so gestalten, dass DocuWare automatisch auf die Rechnung guckt und sagt, kenne ich dich denn, liebe Rechnung? Und wenn ja, nach dem Ampelprinzip grün, gelb, wie wir sehen, und rot, einfach Vorschläge macht, nach welchen Kriterien wir das Dokument ablegen wollen. Wie bei der Ampelphase, ne? Grün alles schick, gelb guckt nochmal nach, rot guckt nochmal genauer nach. So, und wenn ich jetzt hier raufklicke, sehe ich auf der linken Seite die Kriterien, welche wir eine Rechnung mitgeben wollen. Also, was bin ich? Ich bin eine Rechnung. Von welcher Firma komme ich? Und sehen Sie auf der rechten Seite diesen gelben Rahmen? Ich mache das mal ein bisschen größer, damit Sie halt auch sehen, was ich da gerade mache. Und sehen Sie auch diese Rechnungsnummer? Das heißt, wenn ich Ihnen jetzt eine Rechnung auf den Tisch lege, was machen Sie? Sie gucken auch von links oben nach unten nach und nach, von wem ist die? Wo ist die Rechnungsnummer? Und genau das machen wir auch. Das heißt, wir suchen nach gewissen Begriffen auf der Rechnung und wir erkennen zum Beispiel hier, hey, das ist die Rechnungsnummer. Wenn ich jetzt weiter gucke, wir haben zum Beispiel jetzt hier das Lieferdatum. Wir haben zum Beispiel, wenn ich jetzt weiter gucke, haben wir jetzt nochmal andere Kriterien. Also letztendlich ist es so, dass wir die Informationen aus der Rechnung automatisch auslesen. Okay? Und wenn wir jetzt sagen, es passt, brauchen wir es einmal ganz kurz bestätigen. Und was dann passiert letztendlich, ne, Sie werden einmal gelobt, alles richtig gemacht und zack, können wir uns der nächsten Rechnung widmen. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Wir sehen jetzt hier die nächste Rechnung.
Das Charmante bei der ganzen Geschichte ist, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, hey, es wurde irgendwas nicht richtig ausgelesen. Ne? Hier ist es jetzt erstmal alles korrekt. Dann brauche ich bloß mit der Maus, Sie sehen es hier unten bei diesen 222, ich kann es kurz raufklicken, ich markiere es rot und er übernimmt es auf der anderen Seite. Das heißt, Sie müssen nichts abtippen, Sie müssen nichts einrichten. Sie markieren einmal ganz kurz mit der Maus den Bereich und zack, übernimmt es auf der anderen Seite. Der Charme der ganzen Geschichte ist, dass das ganze Thema wirklich selbstlernend ist. Das heißt, wir gucken erstmal rauf, wir schauen, ob erstmal alle Informationen erkannt werden. Klammer auf, wir haben die Möglichkeit, das mit dem Rechenzentrum abzugleichen. Also das heißt, wir schauen, wo gewisse Positionen einfach, wo gewisse Werte stehen. Und wenn gewisse Informationen, wie hier der Firmenname, das Datum und die Summe immer an der gleichen Stelle stehen, wissen wir also, das ist von der Telefonica Helvetica und können es mit dem Rechenzentrum abgleichen, also mit dem elektronischen Gedächtnis, wenn Sie so wollen. Stand heute ist es so, dass wir 9 von 10 Rechnungen aus dem Stand auslesen können. Das ist wichtig. Warum? Weil das sind die Informationen, die Sie heute in Ihrem Dativ schwerpunktmäßig eintippen, weil es nicht automatisch übernommen wird. Das lesen wir heute schon automatisch aus. Wir können es auch so gestalten, dass Sie auch von den Eingaben anderer Kunden profitieren. Das heißt, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel hier, die Summe steht an einer anderen Position und ich markiere das und 20 andere Kunden machen es Ihnen gleich, dem 21. Kunden steht das Wissen zur Verfügung. Also es ist wirklich ein selbstlernendes System. Und wenn Sie sich daran zurückerinnern, ich habe vorhin gesagt, 600.000 echt zufriedene Endanwender. Das bedeutet an der Stelle, Sie profitieren extrem stark und 9 von 10 Rechnungen werden automatisch ausgelesen. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben die Rechnung gescannt. Wir haben die Inhalte korrigiert bzw. nochmal bestätigt. Und wir sind jetzt letztendlich auch schon im Thema der Prozesse nachher drin. Und ich überwache jetzt einfach mal die Prozesse. Und was jetzt im Hintergrund passiert, sind so ein paar Dinge, dass beispielsweise geprüft wird, sind denn alle Pflichtangaben auf der Rechnung drauf? Also sprich, gewisse Automatismen laufen automatisch durch. Das bedeutet, sind alle Pflichtangaben auf der Rechnung drauf, also diese Paragraph 14 Prüfungen. Ich kann automatisch zum Beispiel auch prüfen lassen, ist der Lieferant auch schon bekannt? Also das heißt, gewisse Dinge, die Sie heute korrigieren, wo Sie heute nochmal raufgucken, werden vom DocuWare im Hintergrund automatisch durchgeführt. Und wir sehen es jetzt auch hier. Wir haben jetzt quasi jetzt oben dieses Zweierbubbel. Das heißt, wir sind jetzt schon im Prozess drin. Und wir haben zum einen die Prüfung mit den Pflichtangaben ist durch. Also sprich, da fungiert DocuWare wie ein Türsteher, wenn Sie so wollen. Der sagt, du kommst nur in den Prozess rein, wenn alle Pflichtangaben drauf sind. Bei der Rechnung Lieferantenprüfung ist es so, dass wir natürlich einen Lieferanten ausgelesen haben auf der Rechnung. Und wir können gegenprüfen gegen den Stammdaten, also sprich gegen die Informationen in Ihrem Buchhaltungssystem, ist der Lieferanten wirklich auch so hinterlegt? Oder wie in dem Beispiel hier, habe ich einfach das GmbH vergessen zu markieren? Dann sage ich, hey, der Lieferant ist da und kann dann die Rechnung in den Prozess übergeben. Wir könnten aber auch genauso sagen, ein neuer Lieferant soll von irgendjemandem angelegt werden im Dativ. Und dann ziehen wir uns den Stammdaten, also sprich die Werte zum Lieferanten aus dem Dativ raus. So, ich bestätige das mal ganz kurz. Und was jetzt passiert, wir haben letztendlich die Rechnung einmal gemeinsam abgelegt. Die Prozesse, die ersten Schritte sind durchgegangen. Und wir sind jetzt letztendlich dabei, dass die Rechnung bei der Buchhaltung liegt und die Dame aus der Buchhaltung die Rechnung jetzt einem Kollegen zur weiteren Freigabe weitergeben möchte. Okay? Und wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, wie arbeiten Sie denn heute? Dann ist es ja so, dass aller Wahrscheinlichkeit nach viele Buchhalter von Ihnen mit elektronischen oder mit Stempeln arbeiten. Und die Idee bei uns ist folgende, wir arbeiten mit elektronischen Stempeln, sodass Sie letztendlich so nah wie möglich an dem arbeiten, in der Art und Weise arbeiten, wie Sie es heute tun. So, was wir jetzt machen, ich mache jetzt mal auf und sage, hey, liebe Rechnung, du gehst an den Kollegen Oliver Jakobay zur Freigabe, das ist eh ein dufter Typ, der kriegt es schon hin. So, was ich jetzt mache, dass ich sage, ich kann zum Beispiel jetzt hier die Rechnung entsprechend verbuchen und das ist zum Beispiel das 49-4920, das ist zum Beispiel das Telefon, okay? Gegenkonto kann ich nachher festmachen. Dann haben wir die Kostenstelle. Wenn ich die nochmal aufmache, sage ich, Kostenstelle ist dann an dem Punkt die Verwaltung. Dann gehe ich nochmal weiter. Steuerschlüssel mache ich nochmal auf, sage ich, das ist die 19. Das ist noch eine Rechnung aus dem letzten Jahr. Buchungstext sage ich einfach, hey, ich bin ein Telefon. Und jetzt gebe ich das Ganze erstmal entsprechend weiter zur Freigabe. Das heißt, wir geben schon gewisse Informationen erstmal mit. Setzt so einen elektronischen Stempel drauf, da ist ersichtlich, wann wer was mit dem Ganzen nachher gemacht und geben dann die Rechnung an den Kollegen zur Prüfung nachher weiter.
Gleiches Beispiel hier. Ich mache einmal ganz kurz die Rechnung auf und sage, hey, du gehst an den Kollegen Oliver Jakobait und das geht zum Beispiel an das Konto 3200. Wieder das mal auch, das ist der Wareneingang. Wir haben das entsprechende Gegenkonto. Kostenstelle, wenn ich das jetzt hier mal aufmache, sehen wir zum Beispiel ist das Thema Produktion. Der Steuerschlüssel ist ja auch entsprechend 19%. Wähle das mal ganz unerschrocken aus. Sache Buchungstext ist PC und setze meinen Stempel jetzt einfach mal drauf. So, was jetzt passiert, das Dokument geht bei unserem digitalen Eingangskorb raus und wird meinen entsprechenden Kollegen zur Freigabe übergeben. Der Charme ist, wenn ich jetzt hier oben mal aufmache, auf Aufgabe überwachen, wie ist es denn, wenn Sie heute eine Rechnung weitergeben aus Sicht der Buchhaltung? Kommt die immer pünktlich an? Oder sind Sie nicht manchmal in der Situation, dass Sie nachtelefonieren müssen? Mensch, Kollege, wo ist die Rechnung? Ich muss die fertig machen und, und. Und über Aufgaben überwachen können wir halt jederzeit nachvollziehen, wer hat die Rechnung bekommen. Wir können gewisse Erinnerungsdaten hinterlegen. Das heißt, wenn bis morgen die Rechnung nicht freigegeben ist, kriegt der Kollege eine Erinnerung und übermorgen kriegt er nochmal eine Erinnerung. Und danach wurde sie beispielsweise dem Stellvertreter übergeben. Also wir haben hier letztlich die Möglichkeit, im Bereich der Prozesse wirklich nachzuvollziehen, wer hat die Rechnung, wie lange ist die Rechnung in der Bearbeitung und können gewisse Erinnerungen durchlaufen lassen. Jetzt ist die Frage, wie kann ich mich informieren lassen? Ich will es jetzt mal einfach halten und mich nicht tausendmal an- und abmelden. Das bedeutet, wenn Sie eine Rechnung zur Freigabe bekommen, für alle diejenigen unter Ihnen, die letztendlich viel unterwegs sind, kein Problem. Sie können die Rechnung von unterwegs per Smartphone freigeben. Für diejenigen unter Ihnen, die sagen, du, Smartphone ist total super, aber ich melde mich am Morgen erstmal als erstes im Outlook an. Geht es da auch? Natürlich, Sie können sich auch per E-Mail informieren lassen. Oder Sie können auch genauso im Outlook Ihre aktuellen Prozesse sehen, dass Sie sagen, welche Rechnung muss ich denn heute freigeben? Das können Sie auch aus dem Outlook heraus machen. Sie können aber auch genauso sagen, und wenn es für Sie okay ist, melde ich mich jetzt nicht um, sondern ich gebe es jetzt einfach mal hier direkt frei. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze im Document nachher freizugeben. Das bedeutet, letztendlich, wir bieten verschiedene Möglichkeiten an, weil die Erfahrung zeigt, es gibt nicht den einen Königsweg. Okay? Wir haben jetzt also die Rechnung gescannt und haben sie abgelegt. Aus der Buchhaltungssicht haben wir die Rechnung weitergegeben zur entsprechenden Prüfung. Und jetzt geben wir die Rechnung als Mitarbeiter, als Kostenstelle erstmal frei. Das bedeutet, wir können es entweder per Smartphone machen, im Outlook machen oder wie jetzt hier aus dem Dokuware heraus. Und wenn wir jetzt hier sehen, sehen wir auf der linken Seite, welche Möglichkeiten habe ich. Das heißt, ich kann die Rechnung entweder ablehnen, das mache ich jetzt mal nicht, sonst wäre es ein sehr, sehr kurzer Prozess, oder ich gebe die Rechnung einfach frei und das mache ich jetzt einfach mal. Das heißt, ich setze jetzt auch so einen Stempel drauf und sage halt, okay, die ganzen Informationen hier drauf sind, die passen erstmal soweit, bringe den Stempel drauf und sehe halt hier wieder am Stempel, wer hat wann welche Tätigkeit mit der Rechnung gemacht. Also sprich, die Schritte sind wirklich nachvollziehbar. So, was ich jetzt mache, ich bestätige auch nochmal die Rechnung und bin erstmal soweit durch. Das heißt, die Rechnung wurde jetzt von der Kostenstelle entsprechend freigegeben. Wenn Sie sagen, du, wir haben aber mehrstufigen Prozess. Mehrstufig heißt in dem Kontext, dass wir sagen, wir haben gewisse Budgetfreigaben. Also, dass jemand bis 500 Euro freigeben kann, jemand kann ab 500 Euro freigeben und. Dann ist es kein Problem, dann können wir das entsprechend auch so machen. Wenn Sie sagen, du, wir haben andere Sicherheitsrichtlinien, dann kann man das entsprechend auch in den Prozessen anpassen. Wir haben es jetzt hier erstmal ganz bewusst kurz gehalten, damit letztendlich jeder einfach schnell und einfach mal sieht, wie das Ganze funktioniert. So, wie wir jetzt sehen, die Rechnung ist jetzt hier auch schon da. Wir haben jetzt auch hier Rechnung hoher Freigabewert. Das bedeutet, in dem Beispiel hier ist es so, dass ab 500 Euro die Buchhaltung nochmal zusätzlich freigeben muss. Das mache ich auch nochmal. Das heißt, ab 500 Euro muss die Buchhaltung bestätigen. Ich sehe anhand der Stempel, hey, meine Kollegen haben das schon freigegeben. Das passt. Und jetzt gebe ich das Ganze frei. So, was wir jetzt gemacht haben, dass wir sagen, zum Schluss tauchen die Rechnungen nochmal bei dem Buchhalter auf. Das heißt, wir haben die Rechnung bekommen, wir haben sie abgelegt, die Informationen wurden super einfach automatisch ausgelesen, die Rechnung ist durchs Unternehmen gegangen, die Kostenstelle hat sie freigegeben und jetzt liegt die Rechnung wieder bei der Buchhaltung. Und die Buchhaltung hat jetzt hier eine Veto-Funktion. Sie kann zum Beispiel sagen, ich möchte die Rechnung zurückstellen. Also sprich, die Rechnung ist völlig korrekt, soll aber erst zum Ende des Monats an Startup übergeben werden, um letztendlich Liquidität zu sparen oder halt einfach eine Übersicht zu bekommen, welche Rechnung haben wir. Wir können die Rechnung aber auch einfach ablehnen, weil wir sagen, hey, an sich ist alles korrekt, aber der Lieferant ist auf Zahlungsstopp gesetzt worden.
Und deswegen möchten wir das nicht. In dem Beispiel hier ist es es aber alles nicht. Das heißt, wir bestätigen die Rechnung und damit übergeben wir jetzt den Buchungsdatensatz in Richtung Dativ. Okay? Das heißt, das, was wir jetzt tun, wir haben die Rechnung, wir bestätigen diese und jetzt werden die Informationen, welche wir aus der Rechnung ausgelesen haben, die Informationen, welche wir im Prozess mitgegeben haben, an Dativ übergeben. Von daher blende ich das Scheinwerferlicht für DocuView einmal ganz kurz aus, weil wir sind hier erstmal soweit fertig. Den Scanner blende ich auch aus und gehe jetzt mal gemeinsam mit Ihnen ins Dativ rüber. Okay? So, das machen wir jetzt einfach mal. Und was wir jetzt hier im lebensfrohen Schwarz sehen, ist jetzt einmal die Arbeitsoberfläche von unserem Dativ-Arbeitsplatz. Das, was wir jetzt hier in der Mitte sehen, das ist unsere Schnittstelle. Das bedeutet, das ist das Verbindungsstück zwischen DocuView und Dativ, wo wir gleich hinspringen. Das heißt, ich aktualisiere das einmal ganz kurz. Und wenn Sie jetzt hier unten sehen, sehen Sie ganz kurz, dass aus der Organisation Oliver zwei Belege bereitstehen. Die exportiere ich einmal ganz kurz. Und diese werden jetzt ganz windschnittig ins Dativ übergeben. So, zack. Jetzt sind die Dokumente auch schon drin. So, was wir jetzt machen, die Bilddateien sind soweit fertig, die ganzen Sachen sind jetzt gleich übergeben, dass wir jetzt nochmal gemeinsam ins Dativ reingehen. So, jetzt haben wir nochmal eine Erfolgsmeldung, alles richtig gemacht und jetzt wechseln wir mal ins Dativ rein. So, das ist die Dativ-Oberfläche, wie Sie sie kennen. Das heißt, was wir jetzt hier sind, wir sind jetzt auf dem Kontenblatt 1600, also sprich das Sammelkonto für Verbindlichkeiten bei Kreditoren. Wir haben den üblichen SKR03-Kontenrahmen nachher für diejenigen, also sprich alles im Standard drin. So, und was wir jetzt erstmal machen wollen, dass wir jetzt hier oben sagen, wir sind im Dativ drin und möchten jetzt erstmal in die Stapelverarbeitung wechseln. Das heißt, ich klicke jetzt einmal ganz kurz darauf. Und sehe hier, hier ist der Buchungsstapel, den wir gerade eben erhalten haben. Also Sie sehen auch direkt, von welchem Datum der ist. Ich verarbeite das Ganze jetzt einfach nochmal vom 9.12. Zack, bestätige das nochmal. Ich nehme an, die meisten von Ihnen werden es schon das ein oder andere Mal gemacht haben. Und was jetzt passiert, dass letztendlich der Buchungsstapel verarbeitet wurde. Wir können das Ganze bestätigen und können sagen, okay, jetzt sind wir soweit fertig. So, was wir jetzt hier sehen, dass wir letztendlich die Informationen, die wir gerade eben gehabt haben, also mit dem Telefon, mit dem PC, mit den Belegfeldern, die ganzen Werte wurden letztendlich jetzt alle ans Dativ übergeben. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach mal raufklicke, ist es das, was wir vorhin gesagt haben. Wir können zum einen die Informationen an Dativ übergeben, wir können aber auch ganz einfach aus dem Dativ heraus den Beleg zur Anzeige bringen, wo wir auch hier anhand der Stempel sehen, wer hat wann was gemacht. Wir sind jetzt gerade aktuell im Dativ-Rechnungswesen drin. Das klappt im Unternehmen online aber auch genauso hervorragend. Bedeutet, jetzt hier können Sie entsprechend Ihre Buchungstätigkeiten aufnehmen und weitermachen. Und ich glaube, die Vorteile liegen auf der Hand, oder? Also wir haben zum einen natürlich eine deutliche Beschleunigung innerhalb des Prozesses. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir aus der Buchhaltungssicht die Information auf der Rechnung, die wir ausgelesen haben, die Information, die wir mitgegeben haben, nicht mehr per Hand eintippen müssen, sondern dass Sie sich als Buchhalter jetzt auf ganz andere Aufgaben konzentrieren können, als jetzt irgendwelche Sachen einzutippen. Das ist auch das, was ich jetzt im ersten Schritt einmal im Kontext DocuView-Eingangsrechnungsprozess mit der Schnittstelle zeigen wollte. Und wenn Sie Fragen haben, dann gerne in den Chat nochmal reinstellen. Ansonsten wäre ich jetzt mit dem Live-Teil erstmal soweit fertig und möchte ganz kurz zum Schluss nochmal auf die Folien blenden. So, wir haben uns jetzt den Prozess angeguckt und der eine oder andere wird jetzt sicherlich sagen, total super. Wo sind aber die Vorteile? Warum also genau DocuView? Und da möchte ich ganz kurz nochmal eingehen. Und zwar zum einen ist es so, dass wir, glaube ich, zwei ganz große Vorteile bieten. Zum einen ist es das Thema der Schnittstelle als solches. Wenn wir uns den Leistungsumfang angucken, angefangen vom Standard, vom Stammdatenabgleich, weitergehend über die Leichtigkeit der Schnittstelle, dass wir über die Dativ Connect-Anbindung gehen, wird es keinen anderen Anbieter geben, der Stand heute den gleichen Leistungsumfang bietet. Punkt. Auch für diejenigen jetzt unter Ihnen, die sagen, du, wir haben schon DMS Classic im Einsatz, auch die können gut abgeholt werden, weil wir ganz einfach auch schon Projekte umgesetzt haben, wo wir Dokumente aus dem alten System ins DocuView überführt haben. Das können wir nochmal im Detail klären. Wenden Sie sich da bitte im Nachgang nochmal an uns, die Kontaktdaten folgen. Das ist so Sicht Schnittstelle. Der andere Punkt ist, dass wir sehr einfach zu bedienen sind. Das heißt, wenn wir uns heute mit Kunden oder Interessenten unterhalten und mal fragen, warum hast du dich eigentlich für DocuView entschieden,
ist eine der Hauptantworten immer wieder, weil ihr super einfach zu bedienen seid. Und unter super einfaches Bedienen verstehen wir, dass die Informationen aus den Dokumenten automatisch ausgelesen werden. Sie müssen nichts tun. Doch, gehen wir mal in die Arbeit ab. Sie müssen lediglich mit der Mausnummer markieren und ergänzen. Das war's. 9 von 10 Rechnungen werden aus dem Stand ausgelesen. Wir haben eine einfache Oberfläche. Die ist einfach, die ist simpel. Sie können sofort loslegen. Wir haben elektronische Stempel für den hohen Wiedererkennungswert. Wenn ich einen Mitarbeiter von Ihnen bei der Rechnungsfreigabe 2 Stempel hinlege, ja, nein, und vielleicht noch einen dritten für vielleicht. Ich glaube, der Kollege weiß, was zu tun ist, oder? Das heißt, Sie können hier sehr schnell mit dem ganzen Thema nachher starten und zu guter Letzt viele Wege führen nach oben. Die DATEV-Anwender unter Ihnen, per Knopfdruck, aus dem DATEV, wie wir es eben gesehen haben, Sie können das Dokument anzeigen lassen. Sie können im DocuWare nach Stichwörtern suchen und können filtern. Sie können aber genauso wenig auch eine Ordnerstruktur machen. Also Sie können sehr schnell, sehr einfach mit dem ganzen System nachher arbeiten. Meine Damen und Herren, die Frage ist natürlich, wie geht es jetzt am sinnvollsten weiter? Und wenn Sie mich persönlich fragen, vereinbaren Sie noch heute einen Termin, sprechen Sie uns einfach an. Das neue Jahr ist in greifbarer Nähe. Das heißt, es ist ein perfekter Zeitpunkt, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das bedeutet, sprechen Sie uns, sprechen Sie Ihren bisherigen Ansprechpartner an und besprechen Sie die nächsten Schritte. Die nächsten Schritte von uns werden sein, dass wir Ihnen im Nachgang nochmal das heutige Webinar als Aufzeichnung zur Verfügung stellen, dass Sie auch nochmal die Unterlagen zur Verfügung gestellt bekommen und dass Sie in diesen Unterlagen am Ende, wie wir es jetzt hier sehen, die entsprechenden Links haben, auf die Sie nochmal aufgehen können, um nochmal alles auf YouTube zu sehen, um nochmal auf die Unterlagen zugreifen zu können, wo Sie auch Referenzberichte haben, also sprich, wo Sie in der Vorweihnachtszeit, wenn Sie sagen, Sie haben mich das richtige Buch geschenkt bekommen, eine tolle Möglichkeit haben, sich nochmal in spannende Themen einzulesen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit, wenn ich jetzt gerade sehe, bei der Teilnehmeranzahl, wir sind sogar noch mehr geworden im Verlauf, also das freut mich. Sind denn bisher Fragen im Chat? Ich gehe mal ganz kurz rein. Ich sehe, mein Kollege hat schon einige Fragen im Chat beantwortet. Okay, das war es dann von meiner Seite aus gewesen. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Mein Kollege und ich sind noch im Chat drin. Wenn Fragen sind, gerne reinschreiben. Ansonsten wünsche ich Ihnen eine tolle, besinnliche Weihnachtszeit. Bleiben Sie gesund und ich freue mich auf den nächsten gemeinsamen Kontakt.